Die Thunderbirds eröffneten die Show der Superlative. Sympathiewerbung für amerikanische GIs in Deutschland, auf dem Flugplatz Ramstein in der Pfalz. Gleichsam als wollte Amerika den Abzug seiner Truppen wettmachen, schickte es seine schärfste Rakete, Jane Mansfield, den blonden Friedensengel, der sich in ununterbrochenem Einsatz bereits an allen Fronten Amerikas bewährt hat. Die GIs schossen neue Fotos für ihren Spind und unter dem Vorwand singen zu wollen, erkletterte Jane die Bühne und gab eine Lektion in Wehrertüchtigung. Während viele GIs zum ersten Mal seit Jahren ihren Kaugummi vergaßen, wagte ein Einzelgänger den Höhenflug zu jener sagenumwobenen Landschaft, die offenbar selig macht, wenn sie zum Greifen nahe ist. So verstrich ein Tag der offenen Türen und eines freimütigen Herzens und der Hoffnung der Deutschen, dass wenigstens eine Halle voller amerikanischer Soldaten in Deutschland bleibe, damit Jane Mansfield einen Grund hat, wiederzukommen.